Der interstellare Raum ist eines der letzten großen Geheimnisse der Raumfahrt. Nur die Sonden Voyager 1 und 2 haben bisher das große Nichts hinter den Grenzen unseres Sonnensystems erreicht. Voyager 1 traf dort auf 300 unbekannte Objekte, die bei Wissenschaftlern Erschrecken und Panik ausgelöst haben. Was waren diese Objekte genau und wieso sind sie eine solche Bedrohung für uns? Bleibt dran, wenn ihr alles über diese Entdeckungen wissen wollt, und macht euch bereit für eine Reise weit hinter die Grenzen des Bekannten. Voyager 1 entdeckt Plasma im interstellaren Raum. Milliarden Kilometer von zu Hause entfernt hat die NASA-Sonde Voyager 1 einen Meilenstein der Weltraumforschung absolviert. Im Jahr 2012 wurde sie zum ersten Raumfahrzeug der Geschichte, das den interstellaren Raum erreicht hat. Niemals hätten Wissenschaftler und Ingenieure gedacht, dass sie das erleben würden, als sie Voyager 1 und ihre Zwillingssonde Voyager 2 im Jahr 1977 auf die Reise schickten. Die Mission der Sonden war nur für wenige Jahre ausgelegt und nun fliegen sie bereits seit 45 Jahren unaufhaltsam durch den Kosmos. Im vergangenen Jahr ereignete sich etwas Sonderbares. Da war Voyager 1 bereits seit 10 Jahren über die Schwelle der Heliopause geflogen. Ein Partikelstrom erreichte die Messsensoren genau dort, wo er eigentlich nicht hätte sein dürfen. Mehr als 300 unbekannte Formen von Partikeln wurden gemessen und Wissenschaftler waren schockiert. Im offenen Weltraum dürfte sich eigentlich nicht viel befinden. Die Partikeldichte nimmt im interstellaren Raum dramatisch ab. Der sonderbare Strom glich einem regelrechten Bombardement. Dieser Umstand war überraschend und faszinierend zugleich. Partikelströme weisen immer auf Kräfte hin, doch die Messdaten ergaben zunächst keinen Sinn. Es wurde gemutmaßt, dass wir kurz vor der Entdeckung einer neuen Elementarkraft stehen und diese könnte unsere Welt für immer verändern. Um zu verstehen, wie wichtig die Vorgänge am Rande unseres Sonnensystems sind, müssen wir zuerst beleuchten, was genau der interstellare Raum in Bezug auf unser Sonnensystem eigentlich ist. Die Heliosphäre, unser Zuhause. Wir müssen uns bewusst machen, dass die Sonne kein unbewegter Ort ist. Unsere Sonne ist ein Kraftwerk, das mit etwa 725.000 Kilometern pro Stunde durch die Galaxie rast. Plasmaströme, die aus dem äußeren Bereich der Sonne stammen, breiten sich entlang unsichtbarer Linien aus und verteilen sich gleichmäßig wie ein Ball oder eine Sphäre um die Sonne und ihre Planeten. Dieses schützende Kraftfeld ist die Heliosphäre. Ohne die Ströme von der Sonne würden wir keine Wärme und kein Leben kennen, doch wie wir alle wissen, können die Partikelströme auch gefährlich sein. Heftige Sonnenwinde haben die Fähigkeit, unser gesamtes elektromagnetisches Netz kurzzeitig außer Kraft zu setzen oder so zu irritieren, dass beispielsweise die Stromversorgung oder die Telekommunikation zusammenbrechen könnten. Wenn wir jedoch in den kosmischen Kontext blicken, sind diese Plasmaströme der Sonne mehr schützend als gefährlich. Von außen, aus dem interstellaren Raum, bedrohen uns Strahlungen und starke Magnetfelder. Diese Kräfte und Ströme feiner Partikel sind Relikte aus den Anfangszeiten unseres Universums. Bis heute sind diese Ströme und Kräfte im Raum zwischen den Sternen noch vorhanden und sie gehen überall dort Wechselwirkungen ein, wo sie auf andere Kräfte oder Himmelskörper treffen. Am Rande unseres Sonnensystems kommt es zu einem Aufeinandertreffen der interstellaren Kräfte mit denen unserer Sonne. Der Fund der neuen Partikel stellt also in mehrerlei Hinsicht eine Überraschung und gleichzeitig möglicherweise auch eine Bedrohung dar. Es ist natürlich nicht damit zu rechnen, dass die Heliosphäre uns im Stich lassen wird, doch wir wissen bis heute noch viel zu wenig über die Vorgänge weit draußen im All, um sicher gehen zu können, dass von dort keine Gefahr droht. Erste Proben elektrisch geladener Plasmen. Die Erforschung der Plasmen, die den interstellaren Raum als auch die Randbereiche des Sonnensystems ausfüllen, war eine astronomische Premiere. Ein großes Glück war für die Forscher, dass Voyager 1 und Voyager 2 zu völlig verschiedenen Zeiten und an völlig verschiedenen Orten die Grenzen der Heliosphäre erreichten, die Heliopause durchflogen und schließlich in die Randbereiche des interstellaren Raumes eindrangen. Auf diese Weise konnten die Wissenschaftler wertvolle Daten vergleichen. Die Messergebnisse der zwei Raumsonden weisen zahlreiche Übereinstimmungen auf, beispielsweise die Dichte der Partikel, die sie im interstellaren Raum gemessen haben. Spannenderweise entdeckten beide Sonden aber auch deutliche Unterschiede, die neue Fragen über die Bewegung unserer Sonne durch die Galaxie aufwerfen. Genau wie Öl und Wasser vermischen sich die Sonnenwinde und das interstellare Medium nicht homogen. Am äußersten Rand der Heliosphäre, den man als Heliopause bezeichnet, beginnt der interstellare Raum.
Messdaten aus diesem Grenzbereich bringen uns mehr Wissen darüber, wie sich die Sonne innerhalb der Galaxie durch den interstellaren Raum bewegt und mit welchen Veränderungen wir durch diese Bewegungen rechnen müssen. Erstmals konnten Wissenschaftler diese unbekannten Regionen am 25. August 2012 erforschen. Damals trat Voyager 1 in den interstellaren Raum ein und schon damals waren die Messdaten schockierend. Das interstellare Magnetfeld erwies sich als doppelt bis dreimal stärker als erwartet. Das wiederum bedeutet, dass die interstellaren Partikel bis zu 10-mal mehr Druck auf unsere Heliosphäre ausüben als zuvor vermutet. Auf der anderen Seite der Grenze ist das interstellare Medium fast 30.000 Grad heiß und damit deutlich heißer als erwartet. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, wie zwei einfache Sonden solche Temperaturen überstehen können. Das ist ganz einfach. Das heiße Plasma ist so dünn und diffus, dass die Durchschnittstemperatur rund um die Voyager-Sonden beachtlich gering ist. Wärme kann wie Schall nur von Partikeln transportiert werden. Extrem geladene Partikelströme könnten für die Sonden allerdings eine echte Gefahr werden, wenn sie häufiger und in großer Dichte auftreten. Mit diesen extremen Belastungen hat in einem Raum, in dem eigentlich nicht viel sein sollte, niemand gerechnet. Gerade weil die Messdaten solche Sensationen bedeuten, wünschen sich die Wissenschaftler natürlich, dass Voyager 1 und Voyager 2 noch eine Weile weiter Daten zur Erde senden. Eine interstellare Folgemission würde Jahrzehnte brauchen, um genau dorthin zu gelangen, wo die beiden Sonden heute sind. Zwar sind derzeit bereits andere Raumsonden auf dem Weg aus dem Sonnensystem hinaus, allerdings werden sie keine Daten von der Heliopause senden können. Die NASA-Sonde New Horizons bewegt sich mit mehr als 50.000 km/h durch das Sonnensystem. Allerdings ist New Horizons bei weitem nicht mit so leistungsstarken Batterien ausgestattet wie die Voyager-Zwillinge. Wenn New Horizons in den 2030ern die Energie ausgehen wird, versiegt auch der Datenstrom. Alle Augen sind also weiter auf die Voyager-Mission gerichtet und die Ingenieure tun alles, um die beiden Veteranen fit zu halten. Ein Großteil der Messgeräte wurde bereits abgeschaltet, um Strom zu sparen. Nur die Magnetometer und die Plasma-Messgeräte sind derzeit noch rund um die Uhr aktiv. Die Daten brauchen inzwischen mehr als 20 Stunden, um zur Erde zu gelangen und sie können nur von drei über den Erdball verteilten extrem leistungsstarken Antennen eingefangen werden. Voyager traf auf etwas Unbekanntes. Große Besorgnis brach aus, als Voyager 1 scheinbar völlig die Orientierung verloren hatte. Stand Voyager 1 unter Beschuss unbekannter Kräfte oder was war für die Desorientierung verantwortlich? Interessanterweise war keines der Schutzsysteme der Sonde ausgelöst worden, was darauf hindeutet, dass es sich nicht um eine äußere Bedrohung handelte. Aber was könnte dann die Telemetriedaten durcheinandergebracht haben? Die einzige Möglichkeit, das sicher herauszufinden, bestand in einem umfangreichen Troubleshooting. Liste für Liste wurden potenzielle Faktoren abgearbeitet. Das Forschungsteam der NASA ging alle Systeme der mehr als 40 Jahre alten Sonde durch. Alte Baupläne wurden zum ersten Mal seit dem Start des Raumfahrzeugs wieder hervorgekramt und bei der NASA herrschte tagelang fast schon panische Aufregung. Voyager 1 an diesem wichtigen Punkt ihrer Mission zu verlieren, wäre eine Katastrophe gewesen. Alle Möglichkeiten der Einflüsse von kosmischer Strahlung auf elektronische Komponenten und die Möglichkeit von Temperaturschwankungen wurden in Bezug auf die Stabilität der empfindlichen Instrumente geprüft. Das Team untersuchte die Kommunikationssysteme, versuchte potenzielle Signalstörungen durch kosmisches Rauschen oder andere Störfaktoren auszuschließen. Die Suche dauerte Wochen, aber nach Monaten des Empfangs von gestörten Daten gelang es den Wissenschaftlern und Ingenieuren, die klare Kommunikation mit der Sonde wiederherzustellen. Was war passiert? Die Ursache des Problems wurde im offiziellen Endbericht auf das Lageregelungssystem von Voyager 1 zurückgeführt, genauer gesagt auf einen Defekt eines eigentlich inaktiven Bordcomputers. Vermutlich hat sich dieser Computer überraschenderweise eingeschaltet, obwohl er eigentlich seit Jahren deaktiviert war. Nachdem die Quelle des Problems entdeckt wurde, entwickelten die Ingenieure schnell eine Lösung. Sie sandten ein Signal zu Voyager 1, das defekte System zu verlassen und zum richtigen Computer zu wechseln. Mit Funkwellen, die fast 22 Stunden für die Hin- und Rückreise benötigen, erforderte der Wiederherstellungsprozess extreme Koordination und vor allem Geduld. Obwohl die NASA bis heute bei diesem Grund für die Störung bleibt, weisen einige unabhängige Wissenschaftler darauf hin, dass die Störung durch eine unbekannte Kraft ausgelöst wurde. Sie verglichen Messdaten von Voyager aus der Zone, in der sie sich gerade befand. Laut NASA durfte sich in diesem Randbereich nicht viel befinden, keine Turbulenzen und keine ungewöhnlichen Vorkommnisse. Aber hatten die Forscher nicht schon mit den Messdaten am Übergang zum interstellaren Raum lernen müssen, dass ihre Annahmen über die wirkliche Beschaffenheit dieser Zone falsch gewesen ist?
Bei der NASA gibt man sich optimistisch, dass der Fehler ein für alle Mal behoben sei. Voyager 1 wird ihre Reise weiter fortsetzen und bis in die 2030er Jahre hinein Daten senden. Interstellare Folgemission? Trotzdem bleiben viele Rätsel und längst nicht alle Wissenschaftler teilen dieselbe Meinung über die Interpretation der verstörenden Messdaten. Um die Rätsel des Aufbaus unseres Sonnensystems zu lösen, benötigen wir ein besseres Gesamtbild der Heliosphäre. Astronomen und Kosmologen möchten mehr darüber wissen, wie sich unser Sonnensystem durch die Galaxie und den Raum bewegt. Die fantastischen neuen Messdaten zeigen, dass es noch so viel gibt, was wir nicht wissen. Darum soll schon bald eine weitere interstellare Sonde auf den Weg gebracht werden. Das Ziel ist eine mindestens 50 Jahre dauernde und mehrere Generationen überspannende Mission, welche die äußeren Regionen des Sonnensystems erforscht und in unbekannte Bereiche jenseits der Heliosphäre vorstößt. Heutige Forscher werden mit dieser Mission beginnen und ihre Kinder oder Enkel können dann mit einer Sonde, die eigens für den Flug durch den interstellaren Raum konstruiert wurde, die Arbeit fortsetzen, die in diesen Tagen, Wochen und Jahren begonnen wurde. Voyager 1 wird ihre Reise selbst dann noch unendlich lange fortsetzen, wenn der Datenstrom versiegt ist. In mehreren tausend Jahren wird das kleine Raumschiff das nächste Sternensystem erreichen. Und wer weiß, vielleicht wundert sich dort ja jemand, wo denn dieses sonderbare Teil herkommt. Sagt uns zum Schluss, wie ihr über den außergewöhnlichen Fund denkt. Wie wichtig ist für euch die Erforschung der Grenzen unseres Sonnensystems? Glaubt ihr, dort lauert irgendeine Art von Gefahr?